Ja, hallo Braunschweig, herzlich willkommen zu unserer mittlerweile 26. Mahnwache. Seit 26 Wochen stehen wir jetzt jeden Montag hier und heute ist eine ganz besondere Mahnwache, eine sehr musikalische Mahnwache. Wir haben heute Besuch aus Wien, die sind unterwegs, überall wo es Friedensbewegungen gibt, wo es Mahnwachen gibt. Das ist Morgaine und Kill It's More. Und die waren am Wochenende in Köln und haben gesagt, okay, wenn wir schon in Köln sind, dann kommen wir auch hier nach Braunschweig. Die werden also heute uns musikalisch hier begleiten. Eine ganz tolle, also einige ganz tolle Performances dann hier auch abliefern für uns. Hier vorne ist so eine Spendendose, weil die beiden reisen auf eigene Kosten. Die nehmen keine Gage. Und das ist also hier für die Benzinkosten für die beiden. Einfach mal 1 Euro, 2 oder wie auch immer, was ihr gerne für die Künstler geben wollt. Das ist also alles hier dann auch für die Künstler. Bitte die einfach in die Dose schmeißen und für die beiden dann, die werden wir den beiden dann gleich hinterher übergeben. Die haben auch hier einen kleinen Tisch mit CDs und T-Shirts, wer da Interesse dran hat, kann sich also dann zwischendurch auch an die beiden dann wenden. Ja, ist eine Menge passiert, auch wieder diese Woche. Die Ukraine hat ja gewählt. Und wer sich das anschaut, wie die gewählt haben, ja, natürlich pro Europa, ganz klar. War auch nichts anderes zu erwarten. Ich bin mal gespannt auf die Bilder der Wahlurnen, ob die Wahlzettel wieder alle so schön ordentlich gefalten in einer Ecke drin liegen, so wie beim letzten Mal. Aber wir haben auch jemanden, wir haben einen freien Journalisten unten in der Donbass-Region und er berichtet uns, dass momentan die ukrainischen Kräfte einen Großangriff planen. Es ist ja eigentlich Waffenstillstand. In der Zwischenzeit haben sie ja eine Chemiefabrik dort unten bombardiert, also die Ukrainer waren das, nicht die Russen. Und dass jetzt ein Großangriff geplant wird, momentan halt dort alles aufgestellt wird und wir werden sehen, was in der nächsten Zeit hier für Nachrichten kommen. Wichtig ist immer, das sage ich jedes Mal, recherchiert bitte selbst, glaubt nicht, was die Mainstream-Medien uns versuchen, weiszumachen. Ich hatte letztes Mal auch schon darauf hingewiesen, dass zum Beispiel der WDR dort Propaganda betrieben hat und im Nachhinein einfach die Texte wieder, ich sag mal, richtig gestellt hat, ohne darauf hinzuweisen, dass sie diese Änderungen vorgenommen haben. Wer dann nochmal den Beweis braucht, bitte einfach bei Facebook reingucken in unserer Gruppe. Dort haben wir das gepostet, das kann man also sehen. Ja, das ist auch der Grund, warum wir hier jeden Montag stehen. Jeden Montag und auch wenn es jetzt kälter wird und ich freue mich ganz besonders, dass heute so viele hier sind. Und natürlich, der eine oder andere ist wegen Morgaine und wegen Kill It's More hier, aber ich hoffe nicht nur, sondern wegen dem Thema, wegen dem Frieden und damit wir uns hier wieder vernetzen können, austauschen können. Und ich weiß, wir gehen jetzt auf die Wintermonate zu und wir werden weiter hier stehen und ich hoffe, dass viele, viele Montage so gut trotzdem besucht sein werden wie jetzt. Wir werden also dann auch hier mit Tee aufwarten. Wir haben ja mittlerweile auch schon ein paar Kannen Tee stehen, damit wir nicht frieren müssen. Und wie gesagt, erzählt es einfach weiter, dass wir jeden Montag hier sind. Wir werden auch hier heute wieder einige interessante Reden haben.